Wie muss nochmal. Ich drücke mal das Gequatsche weg. Wir probieren es einfach nochmal. Wir wissen jetzt ja, worauf wir achten sollen. Ich nehme extra mal den Wind, weil da erwische ich einfach mehr. Wenn ich gleichzeitig Schaden machen kann. Gucken, ob es diesmal funktioniert. Der Vorteil ist, dass wir hier halt keine Fernkämpfer dabei haben. Geh doch mal weg. Ja, so langsam könnte mal wieder einer rausfallen. Auch die wieder halten ewig viel durch. Da sollten wir den Kampf jetzt nochmal verkacken, dann gehen wir zurück und machen erstmal Sidequests, damit wir die starken Waffen kriegen. Wenn der Unterschied natürlich genauso stark ist wie beim von der Waffenstufe 1 auf Waffenstufe 2, dann ist es damit witzlos. Auch jetzt passiert schon wieder kein bisschen Schaden. Wir haben wenigstens auch noch keinen Schaden genommen, ist auch schon gut. So, jetzt fällt langsam mal um. Okay, das hat sich gelohnt. Ich weiß, es gibt bestimmt für euch auch spannenderes als das. Los, zeig mal aus wieder. Keiner von denen fällt mal aus. Das ist nervig. Wenn mehr als den die ganze Zeit Schaden machen, kann ich doch auch nicht mehr. Also Balancing, Leute. Oh!
kannst du mir noch nicht erklären. Wir haben ja schon schließlich immer schon ein paar erwischt. Auch wenn es nicht viele sind. Ich frage mich, wie das dann funktioniert. Muss ich die zweimal erwischen? Ich will nicht in den Nahkampf, weil ich weiß, da bin ich unterlegen. Ja, genau. Ein einziges Mal nicht hingeguckt, zack. Und leider geht das lustiger. Dir nicht Schaden zufügen können. Liebe Entwickler, was habt ihr hier für Scheiße gemacht? Sorry, da müssen wir uns direkt so zu sagen, weil das ist ja hier Wahnsinn. Was die aushalten. Ich lade jetzt mal das ganze Energiemagazin auf und baller den alle 6 Kugeln drauf. Und nichts. Überhaupt nichts. Sind ja überhaupt nichts mehr an Schaden. 2 Hanseln konnten nur noch Schaden zufügen, der Rest irgendwie überhaupt nicht. Auf einmal machen die auch massiv Schaden. Ey. Kannst du maximal noch probieren, dass ich mir so einen extremen Stärketrank hole. Der uns stärker machen lässt. Aber ehrlich gesagt sehe ich jetzt hier gerade echt schwarz auf, wie ich mich bei dem Spiel schon aufgeregt habe. Ist doch nicht normal. Hätte man fast am liebsten müssen, einfach das ganze Spiel hinzuschmeißen. Aber ich will das Game eigentlich dann durchhaben. So geht das nicht. Hier haben wir so mit Feuer rein. Gucken, ob das ein bisschen mehr was bringt. Sieht aktuell noch nicht so aus. Es sind immer noch 3 oder 4 maximal. Zumindest habe ich dieses Geräusch nicht nochmal gehört. Darf ich euch sagen, dass ich dezent genervt bin von dem Spiel? Ich meine, auch wenn die von dem Geist kontrolliert sind, kann doch nicht sein, dass die unendlich Leben haben. Falscher. Okay, es sind nur noch 4er.
Irgendwie haben wir mal zwei ausgemerzt. Das ist doch nicht mehr ein Verhältnis, ey. Kann doch nicht sein, dass man hier erstmal 10 Minuten oder wie lange sind wir jetzt schon in der Aufnahme? 10 Minuten, ja. Nur im Kreis läuft und irgendwelche Magiebälle schießt. Und da hofft, einen Gegner zu erwischen. Und hier passiert gar nichts. Und die beiden, die. Nee, wir haben noch gar keinen getroffen. Guck mal. Die sind irgendwie hier festgebackt bloß. Ja, komm, zieh durch. Macht fertig. Macht fertig, kommt. Macht fertig, komm. Immer so. Ich geh ins Hauptmenü, ich lade nochmal. Ich probiere das Level noch einmal. Das letzte Mal aber auch. Und dann machen wir entweder was anderes in dem Spiel oder ein anderes Spiel oder keine Ahnung. So. Habe ich irgendeinen Stärketrank oder sonst sowas? Überhaupt nicht. Dann komm hier, mein Großer. Ich drück's wieder einfach nur weg, ne? So, mal gucken, ob es diesmal funktioniert. Wir machen erstmal wieder genau dieselbe Technik wie vorhin. Mal gucken, ob wir jetzt wenigstens Schaden verursachen. Ach, guck mal, man kann auf einmal Schaden verursachen. Das war das gerade total verpackt einfach bloß, ne? Super. Dann nehme ich doch nicht so viel Lebensenergie. Wie erwartet. Okay, wieder zwei weg. Nochmal zwei weg. So, die laufen alle weg. Jetzt kommt der andere. Mist. War ich nicht schnell genug? Hoho. Mist. Der hat wieder einen rausgeworfen, ne? Jetzt müsste jetzt theoretisch in seinen Angriff kommen. Okay, und weiter. So, wir probieren es nochmal. Hoffen wir diesmal, dass es klappt.
danke dir. Mir wurde gerade ein Energy reingereicht. Wenn ich keine Möglichkeit habe, den gerade zu öffnen oder zu nutzen. Oder zu trinken allgemein, das macht gar keinen Sinn. Lass gut sein. So, jetzt sagt mir nicht, ihr seid schon wieder verbuggt, Jungs. Leute. Das ist schon wieder verbuggt. Leute, schaut ihr die da hinten an. Die da hinten stehen. Die sind schon wieder total verbuggt. Das Spiel ist in der Endphase einfach nicht spielbar. Die kriegen keinen Schaden. In keinster Weise. Guck mal. Die müssten alle aktiv sein. Sind sie aber nicht. Die kriegen nämlich alle keinen Schaden mehr. Weil die müssten auch uns hinterher rennen und die rennen da hinten einfach blöd gegen die Wand. Und die sind nicht betäubt oder sonst was, die sind einfach bloß. Da sieht man ja, dass die noch rote Augen haben. Das sieht man. Das ist einfach nur verbuggt. Das ist jetzt eigentlich ja wirklich. Ah, okay, gut. Gut, wir kommen weiter. Wir kommen weiter. Okay, das sprengt er wieder hin runter bestimmt. Okay. Hopp. 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 Ey, 5-mal ist unfair, damit habe ich nicht gerechnet. Zack. Hoch, hoch, hoch. Eins. 2, 3, 4, 5. Das klingt immer wie Kronk, ich kann es mir nicht erinnern, das klingt echt wie Kronk. So, da hinten rennen noch ein paar schon an der Wand rum. Wir probieren es aber erstmal so, ob wir es so wieder hinkriegen. Ah ne, die kommen, die und nicht ganz verwirrten sind, also die verwirrten sind, leuchten auch rot. Kommt halt drauf an, wie die rumlaufen. Wir halten alle die Arme hoch, das kann passen. Na komm, mein Großer. Na, wo bleibt ihr, Hund? Nicht ausweichen, wenn ich angreife, das zählt nicht. Da muss man so eine bestimmte Zeit lang gegen die aushalten, aber es macht für mich noch weniger Sinn. Ja, da müsste ich wirklich nur im Kreis rennen.
Na komm schon. Muss doch nur noch einmal herkommen. Okay, das letzte Mal. Hoffentlich das letzte Mal. Okay, es fliegt schon wieder einiges. Na, endlich. Boah, was für eine schwere Geburt, Leute. Was für eine schwere Geburt. Also, verwachs war es trotzdem. Definitiv. Ein Rückkehrstein. Aber sonst ist hier nichts passiert, sodass ich... Ah doch, hier, guck mal, die Maske. Pakamuis Maske, eine Trophäe, die du... die durch das Besiegen der Berserker in Form von Kamalui erhalten wird. Da könnte noch etwas Schweiß von Kamalui dran sein. Okay. Dann wissen wir, wo es die letzten beiden Inventarslots sind. Die beiden Masken der letzten beiden Krieger. Erstmal holen wir das Ding. Danke, dass du meinen Körper von diesem Parasiten befreit hast, armer Freund. Es ist an der Zeit, dass die Hüter verschwinden. Wir müssen diese Welt nun verlassen, damit der Wächter sie niemals an sich reißen kann. Jetzt liegt es an dir. Ich wusste, dass es richtig war, dir dieses Schwert und dieses Schild zu geben. Rusty, ich hatte ein gutes Gefühl bei dir. Dann geh mal, mein Lieber. Lebenserweiterung. So, ich mache mir kurz ein Getränk auf. So, wunderbar. Und ich bekleckere mich. Na, wunderbar. Und lebt. Leben wieder aufgefüllt. Super. Hatten wir jetzt hier jetzt eigentlich alle in dem Level? Ja, ein Schlüssel fehlt uns hier noch. Den ich aber noch nicht gefunden habe. Gut. Ich würde jetzt nochmal zu einem Händler gehen, mal kurz gucken, dass wir ein bisschen was verkaufen. Und dann die nächsten Quests angehen. Verkaufen, bitte. So, das behalten wir. Das verkaufen. Den Geistertrank, den haben wir noch nie gebraucht. Weg. Hufeisen, weg. Weg. So. Das sieht doch schon mal noch was aus. Gold, wie gesagt, kann ich jetzt noch nicht einschätzen. Was brauchen wir denn? Wir brauchen 8 Meteoriten unbedingt. Hierhin sehe ich jetzt noch nicht Grundlage an. Was war das für ein Geräusch? Was war das denn eben für ein Geräusch? Klang interessant. So,